Geile Mannschaft. Super Mannschaft. Geile Mannschaft für dich vielleicht? Ja, super Mannschaft. So, man freut sich auf nächste Saison, man ist motiviert. Du warst sehr stark heute. Wie ging es? Ja, ich hatte heute ein gutes Gefühl. Ich bin aufgestanden, hatte schon ein sehr, sehr gutes Gefühl. So, und ich habe versucht, dann die Mannschaft zu helfen, wie ich das in jedem Spiel versuche. Und heute hat es sehr, sehr gut geklappt mit 2 Vorlagen und ich bin sehr glücklich eigentlich darüber. War es sehr schwer zu spielen gegen Volendam? Ja, jedes Spiel ist schwer. Aber ich vertraue auf meine Qualitäten, ich weiß, was ich kann. Und wenn ich die dann auf dem Spiel oder wenn ich das im Spiel dann bringe, dann bringt mir das Spaß und ich weiß, dass ich meine Chancen dann habe und die auch nutzen kann. Nach meiner Meinung fühlen Sie sich wohl hier in Dordrecht. Warum? Weil die mich super aufgenommen haben. So vom ersten Tag an haben die mich sehr, sehr gut aufgenommen. Ich habe hier Spaß. Ich gehe gerne zum Training, ich gehe gerne zum Spiel. So, die nehmen mich super auf und ich versuche denen das dann halt im Spiel dann immer zurückzugeben. Und das hat bis jetzt meiner Meinung nach der Rückrunde sehr, sehr gut geklappt. Und die Rolle der Trainer, Michael Santana, wie ist das? Ja, also er versucht mir sehr viel zu helfen, der hilft mir sehr viel, der gibt mir Tipps, was ich im Spiel machen kann, was ich auch privat machen kann. Welches Tipps? Halt, was ich nach dem Spiel als Recovery mache oder was ich essen sollte, am besten vorm Spiel, nach dem Spiel, was ich mit meiner Freundin machen soll, solche Sachen. Also er hilft mir sehr und ich schätze auch sehr, sehr doll und bin ihm auch sehr, sehr dankbar. Ich habe gehört, dass du nicht hier in Dordrecht bleibst nach der Saison. Sie werden zurückgehen zu Feyenoord. Wie sind Ihre Spielchancen in Rotterdam? Ich weiß es nicht. Ich werde in der Vorbereitung mitmachen, werde mein Bestes geben und dann wird man schauen, wo ich stehe und dann guckt man weiter. Haben Sie keine Ahnung, aber rufen Sie an mit Frank Arnesen oder etwas? Ja, ich bin mit ihm in Kontakt. Ich bin oft mit ihm in Kontakt. Wir reden halt auch über die Zukunft, aber die möchte ich jetzt halt nicht hier sagen, so, das ist privat. Aber wir haben ein gutes Verhältnis, wir sprechen, haben Spaß miteinander. Aber könnten Sie kleinen... Nein. Nein, warum nicht? Das ist privat, weil also, wenn du mit dem Sportdirektor redest, sollte es nicht jeder erfahren oder sollte es nicht jeder wissen, was du sagst. Das sollte auch so bleiben. Sieht Feyenoord die Spiele von Dordrecht? Ich hoffe es. Also, ich gehe davon aus, dass sie da mal rüber gucken. Ja. Also wenn ich ein Tor mache oder eine Vorlage oder ein gutes Spiel, werde ich auf jeden Fall gelobt, dass ich weitermachen soll, dass ich genau diesen Fokus so weiter haben soll und ja, es klappt eigentlich ganz gut. Und haben Sie gestern gesehen gegen Marseille? Ich war gestern im Stadion, ja. Wie war das? Ich war ja oft im Stadion, auch diese Saison war ich schon oft im Stadion und ich finde, meiner Meinung nach war gestern mit den Fans und auch vom Spiel war das beste Spiel und mein bestes Erlebnis im Stadion, was ich je hatte. Wirklich? Ja. 100%. Können Sie das bitte erklären? Als ich schon reingegangen bin, wurde ich schon von ein paar Fans sehr, sehr nett begrüßt. So, und dann, als die Spiele eingelaufen sind, hat man schon die Atmosphäre von den Fans brutal, so wie die da mitgeackert sind, die 90 Minuten. So, und das motiviert einen. Das bringt Spaß zuzugucken. Und auch für die nächste Saison halt motiviert das einen noch mehr. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn Sie das Spiel sehen, was denken Sie? Geile Mannschaft. Super Mannschaft. Geile Mannschaft für dich vielleicht? Ja, super Mannschaft. So, man freut sich auf nächste Saison, man ist motiviert. Und ja, ich werde auf jeden Fall versuchen, mein Bestes zu geben